Hey ho, völliges Chaos in meiner Hütte. Bin hier völlig überfallen worden jetzt. Also das war jetzt so echt extrem. Meine schönen Erfahrungspunkte. Ich war schon auf Level 11 oder 12 durch den Besuch in der Pfeilfabrik. Jetzt gerade hat ein Zombie oben die Tür aufgebrochen. Nachdem ich hier 3 Nächte lang wunderbar schlafen konnte, ohne Belästigung, bricht die Tür aus. Ich renne natürlich, war im Keller, ich höre das, renn hoch. Kommt der gerade rein und gefolgt von 2 Skeletten und einem Creeper. Ich mich natürlich sofort auf den Creeper, auch geschafft und alles, aber ja. Ihr könnt euch den Rest jetzt denken. Ich möchte jetzt gerne meine Tür wieder haben. Blöder Zombie. Ja, ich habe mir natürlich, ich bin da jetzt natürlich, ich finde das ja gut, dass das so ist, ne? Weil ich finde das total spannend, das ist echt mal was Neues. Und ich habe auch schon Ideen, was wir jetzt mal machen, also ich überlege mir hier was. Bin schon fleißig dabei, jetzt werde ich erstmal schlafen. Alles in Ruhe hier. Ja, ihr seht schon oben, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe ein bisschen getestet, weitergemacht. Erstaunlich, dass man hier schlafen kann. Das ganze Haus ist wirklich noch brüchig und eine einzige Baustelle. Ich bin jetzt hier an allen Ecken und Enden dran. Hab mich jetzt zu so einem Ziegeldach entschlossen. Mit solchen Holzbalken vielleicht darunter. Das habe ich jetzt hier mal so an einer Seite angedeutet. Das war jetzt allerdings alles an Ziegeln, das ich so hatte. Und bin dann nochmal im Sumpf gewesen, hab neue Ziegel. Mal gucken, das müsste eigentlich auch schon soweit sein. Ja, prima. Wunderbar. Dann, ja, hier auch. Guck mal, hier haben wir einen neuen Gang. Hier stand eine Kiste vorher. Ja, weg damit. Und neuen Gang, weil ich habe so Ideen. Ne? Und ich grab mich ja auch schon langsam wieder so ein bisschen ein nach unten, merke ich, ne? Das ist irgendwie wie Bad Schönfelswald, ne? Alles im Berg. Weil ich das so urig finde. So, jetzt haben wir wenigstens nochmal. Ja, da werde ich natürlich das ganze Dach nicht mit hinkriegen. Also nochmal so ein Stack habe ich. Ah, und dann in der Kiste habe ich noch so ein paar. Gut, die kann ich jetzt mal produzieren hier, aber anbringen tue ich sie jetzt, glaube ich, noch nicht. Lass ich erstmal hier so stehen. Ah, ne, das ist, glaube ich, immer da hinten bei dem Steinzeug. Ja, ja, hier. So, dann haben wir hier noch Erdreich, ein Stack Clay. Kann ich direkt oben wieder in den Ofen packen. Und kann das auch gemacht werden. Achso, waren doch beide Öfen leer, ne, oder? Ja, komm, dann haben wir es hinter uns. Und dann möchte ich mal für die nächste Nacht schon mal etwas vorbereiten. Und zwar habe ich mir überlegt, man könnte doch vielleicht, oh, weia, wie ist es denn hier los? Finde ich mich ja gar nicht zurecht. Warum habe ich denn auch so... Ach, das Skelett hat offenbar einen Bogen gedroppt. Das finde ich aber sehr nett von ihm. So, alles wieder so ungefähr kurz hier in die richtige Reihenfolge, die ich so gewöhnt bin. So, und dann wählen wir auch Nummer 4 aus und bauen hier, machen hier ein Loch, da habe ich schon runtergebuddelt. Wow. Gut, dann gucken wir mal, ob die Luft rein ist. Hier seht ihr neue Löcher im Boden. Ich habe da mal überlegt, da noch ein bisschen mehr Licht einzubauen. Und vielleicht machen wir das auch wirklich richtig so, dass wir hier, dann hier oben auch noch überall Lampen reinbauen und die Fackeln wegnehmen. Vielleicht diesen Gang hier noch, also alles vielleicht nochmal ein bisschen geplanter so, ein bisschen schöner, adretter. Ne, hier könnte vielleicht auch eine schöne Lampe noch hin. So, und dann kommen natürlich, da haben wir natürlich ein Riesenproblem mit diesen Redstone-Leitungen hier unten. Die habe ich blöde verlegt. Ich werde das alles nochmal aufreißen hier. Und alles neu verlegen, weil das Kabel jetzt hier so seitlich verläuft und dadurch echt hier so zu dieser Seite so blöd Platz wegnimmt. Und naja, da werde ich mal gucken, dass ich das alles nochmal ein bisschen geplanter mache. So, jetzt kommt da nämlich ein Sticky-Pisten drauf und wieder so ein Block, die man nicht
dann sieht man das gar nicht mehr so, dass da irgendwas ist. So, dann habe ich unten eben auch schon ein bisschen aufgebohrt. Und wie mache ich das denn jetzt hier? Da ist der Pisten. Da gucken wir mal, dass wir ein bisschen mehr Licht bekommen. Ich fühle mich ja hier so dauernd irgendwie beobachtet, ne? Ja, ne, das finde ich super, dass die Monster jetzt so ein bisschen mehr Action bieten, dass man sich da ein bisschen mehr anstrengen muss. Warum nicht? Ja, ich finde das ganz cool. Außerdem kriege ich wieder Ideen für irgendwelche Fallen. So mache ich das jetzt hier einfach. Ja, klappt, habe ich schon gehört. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, jetzt kriege ich natürlich den Schalter nicht hier unten hin, wo die anderen Stück. Habe ich den Schönstein dabei? Nein, ich brauche mal ein Stück Schönstein. Ist ja alles direkt um die Ecke. Wird das hier dicht gemacht? Und jetzt kommt ein Schalter dahin. Ist das jetzt unten? Das wäre perfekt. Ich glaube ja, ne? Jetzt ist das unten. Wir können rauslaufen. Und jetzt mache ich das hoch. Und jetzt sollte doch die Tür so blockiert sein, dass der Zombie sie nicht mehr eintreten kann. So stelle ich mir das jedenfalls vor, seht ihr? Und ein einfaches Schloss praktisch für die Tür. Müsste doch eigentlich klappen. Und selbst wenn er dann halt die Tür doch noch irgendwie eintritt, weil er auf den Block springt oder was, dann kommt er da nicht durch das Loch. Und wir bleiben doch in, ja, doch ein bisschen in Sicherheit. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal hier die Schilder neu sortieren, dass die gleichmäßiger sind. Ja, Falltüren habe ich auch noch hergestellt, ein paar Ideen gehabt. So, warte mal, dann machen wir das hier. Türe zu und auf. Wie habe ich das? Ich habe das immer dick gedruckt oben, ne? Türe. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Egal. So, dann kommt der Zaun. Also die ganzen Schilder, die baue ich jetzt nach unten, so unter die. Dann ist das nicht so schlimm. Sieht das etwas gleichmäßiger aus. Den Schalter in der Mitte kriege ich einfach nicht weiter runter. Dahinter sind überall Redstone-Leitungen von den anderen Schaltern. Vielleicht kann ich das demnächst noch ein bisschen verfeinern. Zaun, der war auch zu, war der so. Und auf, war der so. Sehr lustig, genau andersrum, ne? Nee. Nee, hoch und runter. Ganz klein. Gar kein Problem. Ganz klar. So. Lass uns mal gucken. Das ist Licht. Bin immer total aufgeregt noch im Moment. Dieser Angriff von vorhin, der war schon wirklich der absolute Hammer. Ich dachte, da kommt ein Zombie rein, ne? Kein Problem. Ja, wie war das denn jetzt hier? An, aus, an, aus, an, aus, aus, an. Ich weiß es nicht mehr. Wie war es denn? Also es müsste es jetzt an sein. Schauen wir mal an. Oh! Ja, super. Jetzt habe ich es aber auch hier. Meine Maus, die hängt auch so ein bisschen. So, ist das Licht an? Ja, das Licht ist an. Ja, super. Habe ich das Schild auch richtig beschriftet? Dann können wir weitermachen. Womit machen wir weiter? Ich hole mir Eimer. Ich brauche ein paar Eimer. Hole ich mal lieber noch. Mache ich noch ein paar Eimer. 2, 3, 4, 5, 6. Vorher schaue ich aber auch wirklich nochmal. Hier noch ein bisschen leeren. Nee, ist alles kein Problem. Ist alles wunderschön. Ja, er ist noch leer.
Ja, gut. Ja, gut, dann da bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, was hat er nur vor, ne? Fragt er euch jetzt. Was kann ich denn mal hier lassen? Das Essen könnte ich hier mal hin tun. Rotten, na gut. Das nehmen wir mal mit. Ein bisschen Melonen. Was ich denn alles dabei habe, ne? Hier noch ein Kürbis und alles. Also. Redstone-Zeugs brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Lass ich lieber hier. Schalter können wir auch hier lassen. So. Die auch. So, dann machen wir hier noch ein bisschen die Kiste, legen wir hier noch rein. Wo war sie denn da? Und diese Geschichten hier, da können wir noch ein bisschen. Der Rest ist mir jetzt irgendwie wurscht. Wobei, ja, noch eine Schaufelhacke, noch eine Metallhacke sollte ich bauen. Ja, genau. Nehmen wir noch eine Metallhacke mit. Ich möchte gerne Lava holen gehen und bei der Gelegenheit natürlich auch noch ein paar Sachen einsacken. Ich räume immer die. Ach so, das ist Holzzeug. Na gut, lasse ich es mal gelten. So. 1, 2, 3 und dann da rein. Ah, das tut immer weh, ich weiß. Ah. Alles klar, ich habe Pfeile geholt, aber die nehme ich jetzt alle nicht mit. Nicht mal die Hälfte lasse ich einfach immer hier, damit ich auch mal ein bisschen so mir langsam so ein bisschen Vorrat anhäufe. An Pfeilen. Dann seht ihr, ja, ist ja kaum noch was da hier. Ja. Okay, das sollte jetzt genügen. Ich gehe jetzt ein bisschen Lava holen. Renne ich mal da hinten in die Zipfelberghöhle. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir da unten ja Lava satt. Jetzt habe ich doch die Redstone-Torches noch mitgenommen, ne? Naja, gut. Ja, ist ja prima. Gerade bei der Nacht ange. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Komm mal eben noch eine neue Tür. Jetzt brechen die durch. Auch wenn da niemand ist, brechen die ein. Wenn die eine Holztür sehen, wollen die durch. Nun denn. Da kommt ja noch viel auf uns zu. Aber durch Falltüren kommen sie nicht, ne? Naja, gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe hier die Wege so ein bisschen abgekürzt. Ah ja, doch, habt ihr, glaube ich, schon gesehen, ne? Hier kommt man jetzt also schneller mal nach unten. Na, klappt prima. Auch hier kann man schön durchrennen. Mal lauschen. Ich weiß, dass ich eigentlich Lava holen wollte. Ja, klar, aber ich gucke jetzt mal, ob hier nicht noch irgendwo, meine ich, habe ich auch noch so Sachen liegen lassen. Und die Sache mit dem Bedrock, mit der Bedrock-Sicht ist ja auch noch nicht geklärt. Die können wir jetzt klären. Das ist aber leider tatsächlich wirklich nur im Creative Mode so. Naja, gut. Schade. Aber was soll's? Bauen wir eben keine zweite Amy Winehouse-Höhle mehr. Puh. Hier die gefährliche Ecke mit den. Mit den ganzen Giftspinnen da oben, ne? Irgendwo hatte ich doch hier noch eine Menge Ressourcen. Wow.
Ich finde es immer wieder cool hier unten, ne? So. Ja, sicher ist das eigentlich auch nicht. Was habe ich denn hier eigentlich noch alles drin? Werkzeuge und sowas. Ja, gut. Doch schön. Aber Rissen habe ich jetzt hier doch irgendwie... Ich glaube, da hinten hing noch Gold irgendwo. Ah ja, gut, ich meine... Ist jetzt egal. Ich dachte, jetzt hätte ich hier vielleicht noch ein bisschen Redstone, so was man direkt so mitnehmen kann, so, weil es praktisch ist, ne? Ist aber jetzt nicht. Da mache ich lieber nochmal eine separate Buddeltour. Jetzt renne ich doch mal wieder hoch zu dem großen Lavasee. Da ist es ein bisschen übersichtlicher. Da kann man in Ruhe Lava in Eimer füllen, ohne dass man da überfallen wird, so leicht. Lava brauche ich nämlich, weil ich vorhabe, auch mal so Fallen zu bauen und zumindest damit so mal ein bisschen rumzuspielen. So. 4 Eimer gefüllt. Schön. Jetzt ist es eh noch, glaube ich, viel zu früh, um wieder hochzulaufen. Es ist ja noch Nacht. Mache ich aber trotzdem. Jetzt muss ich mal dran denken, dass ich ja hier durch die Tür kann. Eigentlich ist das jetzt hier schon so sicher. Ja, ist schon praktisch, wenn man sich seine Höhlen mal ein bisschen ausbaut. Die sind ja doch sehr ergiebig. Ja, Kohle hing da und sowas, ne, aber gut. Das hat jetzt keine Priorität. So, sehr schön. Kommt man direkt hier hoch und dann kommt man auch hier raus. Und dann ist es immer noch dunkel. Oh, höre ich einen Zombie. Wetten, es klopft gleich. Das ist schon so sehr cool. Die können wirklich jetzt, die regieren um Ecken rüber und außen ums Haus rum. Auch Skelette und Sprengwürmer habe ich gesehen, die das machen. Also es ist ziemlich cool so. Einerseits verfolgen die einen natürlich dann stark und bleiben nicht mehr so an Ecken hängen, klar. Kann man nicht mehr so gut ausnutzen, aber... Andererseits kann man die auch sehr gut in die Falle locken dadurch, ne? Und sowas werde ich jetzt auch demnächst mal bauen. So eine ganz neue Art von Mobfalle. Ja, also ich bin jetzt schon wieder... Ihr merkt das, ich renne hier wieder wie so ein Löwe im Käfig hin und her. Und will eigentlich nur eines. Raus. Ja. Hier ist kein Bett, gar nichts. Ich esse mal eine Melone. Vitamine sind ja immer ganz gesund. So. Was machen die? Anderthalb? Oder nee, nur ein halbes Hähnchen da, halbe Keule? Na. Okay. Da kommt mit Schwung. Ah! Nein! Oh, mit Schwung in den Tod. Was soll's? Komm, jetzt nicht übertreiben. Nimm dir mal eine Waffe mit. Nimm dir mal eine Waffe mit. Hab ich den doch tatsächlich nicht gesehen? Und statt ich dann weiterrenne, ne, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Aber ich war so, dass ich dachte, ich müsste den jetzt hauen. Ja. Ja, es gehört dazu, ne? Sonst wäre doch auch langweilig. Ich muss mich jetzt irgendwie rausreden, ne? So, jetzt komm. Ach, ich schlaf jetzt. Das ist mir jetzt zu dunkel. Pass auf, jetzt werde ich wieder überrascht. Nein, hat geklappt. Schupp. Ja, brenn du mal schön, komm.
Leute, was ist denn hier eigentlich noch los? Es ist mitten am Tag. Könnt ihr mal aufhören? Könnt ihr mal bitte sterben gehen? Ja, danke. Hör doch mal auf, mich zu beschießen. Du nervst. Na? So. Will doch nur meine Sachen wieder haben. Mehr will ich doch gar nicht. Dann bin ich doch schon wieder zufrieden. Wo kommst du denn jetzt noch her? Du hast auch jetzt hier den irgendwie was verpasst. Komm. Meine Güte nochmal. Ja gut, so komme ich wenigstens wieder an meine... an ein paar Punkte. Alles weggesprengt, ne? Ja, dann... weiß ich auch nicht. So. Da unten noch was. Das nehmen wir alles erstmal mit. Ich habe jetzt hier keine Lust. Hier draußen. Ich werde hier nur überfallen. Da ist auch noch was im Wasser. Fackeln. Ah, wichtig, wichtig. So, ich denke, ich habe so das... Was ist denn das hier? Hä? Was ist los? Erstens, was ist das für ein tiefes Loch und warum werde ich da beschossen, da unter Wasser? Hier ist doch niemand, ne? Habe ich da jetzt irgendwas nicht geschnallt? Wie so häufig? Da ist auf jeden Fall ein tiefes Loch. Da ist ein Dungeon wahrscheinlich drunter, ne? Womöglicherweise sogar auch ein Skelett-Dungeon. Da gehe ich mal buddeln. Auf jeden Fall. Wenn das ein Skelett-Dungeon ist, wird der natürlich auch wieder ausgehoben. Das ist ja klar. Ich möchte Pfeile haben, ohne Ende. Hm? Dann brauchen wir auch nicht mehr so weit laufen, bis in die andere... bis unten in die Mine da rein. So, aber egal. Ich habe sie jetzt wieder alle beisammen. Ah, sogar vier Eimer. Alle wieder da. Das, was ich wollte, habe ich gerettet. Wunderschön. Alles kein Problem. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.